Was geht ab, Mann und Seafighter, Ozer hier. Und die Feier zu den 250 Millionen Downloads ist nun online. Dementsprechend werden wir uns alle Informationen und Details ansehen, damit ihr wisst, was ihr die Tage machen müsst. Außen vorweg, das Ticketbanner ist ebenso online. Wir werden uns gleich den Inhalt ansehen. Aber die Tickets selbst werden nacheinander folgend verteilt. Heißt, nicht jeder bekommt sie zur selben Zeit. Ich habe meine Tickets beispielsweise schon. Wir haben hier an der Stelle, Freunde, 430 Tickets, die wir heute Abend ab 21 Uhr im Stream auf Twitch verballern werden. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Wenn ihr Zeit habt, schaut auf jeden Fall auf Twitch vorbei. Ab 21 Uhr gehen wir da live und verballern meine Global Tickets. Wie gesagt, da haben wir 430 Stück. Ansonsten müsst ihr euch quasi gedulden. By the way, die Links in der Beschreibung, falls ihr euch fragt, wie ich auf Twitch heiße, oder also Twitch, Links am besten in die Beschreibung schauen. Falls ihr euch fragt, warum bekomme ich meine Tickets, Ozer, du, kann ich euch nicht sagen, denn wie gesagt, sie werden nacheinander Folgen verteilt zu verschiedenen Uhrzeiten. Letztes Jahr musste ich beispielsweise 12 Stunden warten. Also braucht ihr da ein wenig Geduld und wenn ihr Glück habt, habt ihr sie schon. Aber dann gucken wir uns mal die ganzen Details an, von oben nach unten, was denn reinkam, damit wir gewappnet sind für die ganze Celebration. So, Freunde, wir haben hier die 250 Millionen Celebration Fire Extreme Showdown Campaign Clash JP vs. Global an der Stelle. Welche Events sind online, welche kommen rein? Trailer haben wir angesehen, beziehungsweise wenn ihr euch eingeloggt habt, ihr das schon gesehen, ist online. Login-Boni ist ebenso online, werden wir uns genau ansehen. Genauso wie die Special Missions. Diese Special Missions, also die, da steht Part 1 dran, die sind schon online. Die ganze Celebration geht bis zum 4. Oktober. Das ist echt eine lange Zeit. Aber da hier Part 1 dran steht, schätze ich, beziehungsweise wissen wir eigentlich schon, dass ungefähr ab dem 13. September Part 2 anfangen sollte mit Elegoku und Freezer. Ist noch nicht in den News, sollte aber danach quasi die Wochen kommen. Anyway, wie gesagt, bis zum 4. Oktober geht die Celebration. Part 1 Mission haben wir schon online. Wir haben noch andere Daily Power-Up-Missionen. Die sind erst ab morgen online, ab morgen 2 Uhr nachts. So ebenso wie diese Special Mission hier, denn aus dieser Special Mission können wir jeden Tag uns Dragonstones holen. 7 Tage geht das Ganze ab morgen erst. Ab morgen 4 Uhr nachts geht das Ganze online. Dann werden wir quasi schlauer. Dann werde ich euch wissen lassen, wie viel Dragonstones wir denn über diese Tage bekommen. Aus den Leaks wussten wir bereits, dass wir über gewisse Missionen 10 Dragonstones pro Tag uns holen können. Und das geht ja eine Woche, also 70 wären das. Könnte eventuell diese sein, ich will da nicht zu voreilig sein, denn wir haben schon quasi etwas anderes, wo wirklich dran steht, dass wir jeden Tag 10 Dragonstones bekommen, beziehungsweise 70 Dragonstones in einer Woche. Gucken wir uns gleich an. Alright, JP vs. Globe ist online, wir gucken uns gleich die näheren Informationen an, die näheren 7 Missionen, die wir da machen müssen, um da Punkte zu sammeln. Ansonsten haben wir das Ticketbanner online, Freunde. Das Ticketbanner ist online, wir haben wie gesagt heute Abend zusammen ab 21 Uhr auf Twitch, freue mich auf euch. Das ganze Ticketbanner ist bis zum 4. Oktober online, 10 Uhr morgens, also 9.59 Uhr unserer Zeit. Die Tickets bekommt ihr nacheinander folgen, wie gesagt, in dem wie funktioniert das mit den Tickets? Noch zum letzten Mal kann ich auf jeden Fall das hier nennen, nämlich in dem Zeitraum vom 22. Juli 2017 bis zum 21. August 2018 hat man je ein Ticket pro 50 Dragonstones, die man ausgegeben hat, im Spiel selbst, egal für was, ein Ticket bekommen jeweils, wie gesagt, in diesem Zeitraum. Und diese werden nun verteilt, wie gesagt, zu unterschiedlichen Zeiten. Aber das Ticketbanner ist zwar schon online, wir gucken uns den Inhalt an, aber es kommt auch mit Dragonstones, nämlich ab dem 29. August, ab 8 Uhr morgens, könnt ihr auch in diesem Ticketbanner mit Dragonstones sammeln. Aber ich sage jetzt schon, Freunde, sammelt da nicht, verschwendet nicht einen einzigen Dragonstone in diesen Ticketbanner, denn es kommt mir noch das Dual Dokkan Fest Banner, gucken wir uns gleich an, und dieses Ticketbanner hier, da sind so viele Charaktere drin, es lohnt sich da nicht mit Dragonstone zu farmen, sondern macht es mit euren Tickets, wobei ihr quasi heute durch die ersten Podunga-Mission euch 5 Tickets holen könnt, wünschen könnt. Die heutige Podunga-Mission ist, ihr müsst einen Charakter namens Piccolo nehmen, in euer Team tun und eine Stage schaffen, und dann bekommt ihr quasi den letzten Dragon Ball, könnt euch da 5 weitere holen und damit sammeln, Freunde. Und ich sag's jetzt schon mal, in dem Banner sind alle älteren 90% Lead, die 90% Leaders hatten, LR drinnen. LR Majin Vegeta, LR Broly, LR Gohan, LR Goku Black und LR Trunks sind in dem Ticketbanner, Freunde, natürlich nicht gefeatured. Schauen wir uns gleich näher an. Dragonstone Sale kommt ebenso online erst ab morgen 7 Uhr. Könnt ihr euch gerne ansehen, wir können uns einen Leader Dragonstone mitnehmen, unter anderem können uns einen der Neo Guard Leader nehmen, ab morgen 7 Uhr ist das Ganze online. Red Dragonstone ist jetzt schon online, wenn ihr euch einloggt, bekommt ihr das Ganze, könnt ihr euch gerne mal ansehen, welchen Charakter ihr holen wollt, könnt, schauen wir uns auch näher an. Pilafs Pack, Grand Kai Support Pack ist online, muss ich unbedingt sagen, könnt ihr euch gerne mal ansehen, ob ihr da was holen wollt, möchtet. Es muss nicht sein, bei Respekt, wir bekommen auch so gut Orbs in der nächsten Zeit. Ansonsten haben wir eine Facebook-Campaign, diese fängt am
3. September an um 4 Uhr nachts. Also wisst ihr dazu noch nichts. Sobald das online kommt, lasst euch auf jeden Fall wissen in meinen Social Media Kanälen. Alle Links in der Beschreibung. Checkt ihr am besten aus, damit ihr da up to date seid. Auf jeden Fall daily. Und wir haben jetzt schon eine Ansage von Akatsuki oder Bandai. Nämlich sie sagen hier, wenn wir in den Zeitraum von der ganzen Celebration bis zum 4. Oktober ab heute Platz 1 in 7 Ländern charten, bekommen wir 50 Dragonstones. Bis jetzt war es ja immer so, by the way, ich denke, wir werden das auf jeden Fall schaffen, aber bis jetzt war es ja immer so, dass wir pro Region, die Platz 1 gechartet ist, im App Store und Google Play Store jeweils 7 Dragonstones bekommen haben. Ich hoffe, diese 50 sind dann quasi zusätzlich dazu, ja, weil sonst hätten wir quasi nur ein Dragonstone Plus gemacht, es sei denn, sie meinen hier mit 7 Countries halt, egal ob Google Play oder iOS so pro Region, aber eigentlich war das bis jetzt immer pro Region Google Play und iOS. Deswegen schauen wir mal, was da abgeht. Aber ich denke, mit guter Zuversicht werden wir es auf jeden Fall schaffen in der Celebration. Und dann, Freunde. Und dann haben wir hier das Dual Dokkan Festival, was hier angekündigt wird. Zum einen wisst ihr ja quasi, haben wir in den letzten Tagen besprochen, was die Dudes können, wie das Banner eventuell aussehen könnte. In Global bestimmt, vielleicht eventuell anders. Aber das Ganze sollte frühestens online gehen. Wir haben keine Uhrzeit, deswegen sage ich frühestens am 31. August. Ich könnte mir vorstellen, abends, denn solche Dual-Dokkan-Fest kommen gerne bei uns auf Global, auf der globalen Seite oder in der deutschen Uhrzeit am Freitagabend. Spätestens, Freunde, am 1. September. Denn wir haben hier keine Uhrzeit und wir wissen ja, normalerweise tun wir 10 Stunden addieren, momentan in der Sommerzeit auf die amerikanische Zeit PCT. Dann bekommen wir unsere Zeit, da wir keine haben. Frühestens 31. August. Spätestens 1. September. Und die Banner werden geteilt in Super Class und Extreme Class. Heißt, die Banner werden auf jeden Fall schmackes, Freunde. Wir werden auf jeden Fall lecker sein. Die Dokkan Events kommen da am selben Tag, wie gesagt, frühestens Freitag, spätestens Samstag. Dann haben wir quasi ein Special Event, Once a Day. Das würde ich euch wirklich empfehlen, jeden Tag zu machen. Das kommt erst ab morgen online. Ab morgen 4 Uhr nachts sollte das sein. Nämlich, da könnt ihr jeden Tag diese Stage machen über eine Woche. Und wir bekommen bis zu 70 Dragonstones. Heißt, jeden Tag 10 Dragonstones, wenn wir das eine Woche machen können, macht das auf jeden Fall. Ich werde es morgen in meinen Social Media Kanälen posten, was ihr genau machen müsst. Aber es wird nichts Schweres sein, bestimmt. Ihr geht da einfach in die Stage rein, macht sie, macht es auf jeden Fall und vergisst es nicht daily. Ab morgen 4 Uhr nachts, wie gesagt. Das Story Event zum Piccolos Online, gucken wir uns gleich die Täter an. Da können wir Piccolo Free to Play auf 100% bringen, etc. Sein Extreme Z Battle kommt aber erst am 4. September wieder. Wenn das Ganze online kommt, gucken wir uns genau an. Da können wir uns die Medaillen farmen, bekommen wahrscheinlich höchstwahrscheinlich Orbs, Stones etc. bis Level 30, wie es üblich ist. Und können hier an der Stelle unseren Boy Piccolo awaken. Kommt am 4. September 7 Uhr morgens online. Aber alle Extreme Z Battle, die schon online waren, sind momentan wieder online gekommen. Außer das von Dragon Ball Super Broly. Heißt Super Saiyan 3 Goku, Agility, Strength Super Saiyan Broly und Extreme Z Awaken Kid Gohan. Sein Extreme Z Awaken, Extreme Z Battle von den drei Jungs ist online, könnt ihr euch gerne bewältigen. Alle Dokkan Events sind online, das Story Event von dem Trio ist online. Die Typenbanner kommen abwechselnd, anfangen ab dem 7. September jeweils immer um 8 Uhr mit AGL, dann am 11. Tag Banner, am 15. Strength Banner, am 19. Physisch Banner, am 23. das Int Banner und jedes Wochenende werden alle Orb Stages online sein, Samstag und Sonntag. Und ein MVP solche Celebrations. Jede 3. Minute regeneriert sich nun unser Stamina und nicht jede 5. ist auf jeden Fall geil in so einer Celebration. Wir haben 4-fach Experience auf Quest online und 30% auf dem Barbershop. So viel zu der ganzen Celebration. Jetzt schauen wir uns mal alles im Detail an, nämlich die ganzen einzelnen Events und damit ihr quasi auch dort gewappnet seid. JP vs. Global, Freunde, 7 Missionen. Der Gewinner bekommt, wie gesagt, den Goku, der Verlierer Freezer. Das Ganze geht bis zum, also mal ganz kurz gucken, damit ihr auch wissen, bei der hier wird immer hinzugefügt quasi die Ergebnisse, so und so viel hat die japanische Version bekommen, in dem was sie gemacht haben, gucken wir uns gleich an, was wir machen müssen, aber das Ganze geht bis zum 31. August, 6.59 Uhr unserer Zeit, ab heute und bis dann wird das alles kalkuliert. Was müssen wir aber machen, Osaru, gucken wir uns an, nämlich wird das hier gezählt, je mehr Stages man cleart, je nachdem welche Version, also mitberechnet wird, Stage Clears, Training, wie oft trainiert wird, wie oft Dokkan erweckt wird, wie oft Zenny gefarmt wird oder ja eingelöst wird quasi. Ihr könnt auch Herkunftsstatuen holen und die einlösen, sind auch Zenny. Je mehr Piccolo erfarmt werden aus der Piccolo Stage, will ich mal sagen, dann haben wir, je mehr Rank Level Up es gibt und je mehr Frosch Items gefarmt werden, ist auch aus der Piccolo Stage. Und das wird dann quasi alles berechnet in die Kalkulation und am 31. endet das Ganze und dann sollten wir quasi, hier sollte dran stehen für je nachdem wo, wie, was, welche Version erreicht hat und dann
gibt es einen Gewinner und Verlierer. Ich drücke auf jeden Fall jeden die Daumen und sage, Freunde, kämpft, kämpft sie. Lasst sie uns gewinnen. Obstas, sorry, Freunde. Okay, dann haben wir hier noch zum Beispiel, ja, das Ticketbanner, Freunde. Schauen wir uns mal das Ticketbanner an. Wie gesagt, das Ticketbanner ist online, geht bis zum 4. Oktober. Mit den Tickets haben wir abgeklärt. Ihr müsst auf, euch auf eure Tickets gedulden, werden nacheinander verteilt. Das Banner in der Art selbst werden wir uns gleich ansehen, aber ihr merkt schon, es sind sehr viele Charaktere gefeatured, sehr viele Dokken-Exil-Charaktere. Aber boom, alle älteren 90% Lied LR sind in diesem Banner enthalten, natürlich nicht gefeatured. Ich wünsche auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück. Man kann in diesem Banner, wie gesagt, ab morgen 8 Uhr auch mit Stones summon, rate ich euch aber stark davon ab. Denn, wenn wir uns das Banner mal ansehen, so sieht das Banner auf Global aus. Wir haben hier, leider auf den ersten Blick, bin ich ehrlich, leicht enttäuschend. Denn es sind nicht alle Dokken-Exil-Charaktere drinnen. Ich habe ja eigentlich eingeschätzt, so war es eigentlich das letzte Mal immer, dass alle Dokken-Exil-Charaktere drin erhältlich sein werden, außer den aktuellsten. Also habe ich Elle, Vegito, Elle, Gogeta ausgeschlossen und Thales ebenso. Aber die haben legit bei Uigoku Stopp gemacht. Uigoku ist drinnen, Ultimate Gohan ist drin, Vierfache Gogeta ist drin, Omega-Stellungen sind drin. Das sind die vier Kategorie-Leader, die nur drin sind. Ich hätte mir da auf jeden Fall Super Saiyan 3 Bardock gewünscht, Fusion Super Vegito, Angel Gohan Freezer, weil diese waren auch lange nicht da. Und natürlich hat sich jeder gewünscht, Tech Vegito Blue und Strength Rose. Die sind zwar leider nicht drin, aber das sagt mir nur und bestätigt nur quasi, dass sie in dem Banner sein werden von Goku und also Dual Fest Goku und Freezer mit hoher Wahrscheinlichkeit, weil er eben auch für Super Class und Extreme Class geteilt wird. Ja, wie gesagt, Freunde, das waren eben nur die letzten Tage, letzten Wochen eh alles Vermutungen, Spekulationen, sei es von mir aus, Leaks etc. Und jetzt haben wir quasi alles, wie es aussieht. In JP sieht das Banner ein bisschen anders aus. Da haben wir Angel Gohan Freezer drin statt Omega Shell, wenn mich alles täuscht. Und Super Vegito Füße statt ihm. Und auch, glaube ich, statt Zamasu oder so im Bannerbild, je nachdem ist das Banner in JP ein bisschen anders. Haben wir noch Super Saiyan 3 Bardock drin, also die Charaktere, die ich mir eigentlich gewünscht hätte. Auf Globe sieht das Ganze so aus. Ansonsten haben wir, wie gesagt, alle Dokken-Exil-Charaktere. Ihr merkt schon, es sind sehr, sehr viele Charaktere. Ich heiße, man braucht schon Glück auf jeden Fall, dass man jetzt sieht. Ich wünsche euch jetzt schon mal sehr viel Glück, dass man hier den richtigen Charakter zieht, um ehrlich zu sein. Aber wir haben hier im Austausch den Bonus dafür, dass halt die ersten 5 LR drin sind, Freunde, nicht gefeatured. Und da kann auf jeden Fall was droppen. In dem Ticketbanner gibt es kein GSSR. Ein Mutlistam sind 7 Charaktere, die euch beschwört. Ein Ticket sind ein Charakter. Hoppsa. Müssen wir uns aufbewahren für heute Abend. Und so, dementsprechend sieht das Ganze so aus. Mit den Jankstones wird das da GSSR sein, pro Mutlistam. Aber ich rate euch trotzdem davon ab, spart eure Stones auf das Duel Dokkan Fest. Alright, Freunde, dann schauen wir mal weiter mit den Nachrichten, mit den News, die hier heute reinkamen. Unter anderem haben wir dann quasi unseren, wo sind wir Schengel, mein Ticketbanner, Red Dragonstone. Wie gesagt, holt euch euer Dragonstone zum Login-Boni. Könnt euch eine Charaktere aussuchen. Ich würde euch nicht empfehlen, auch wenn wir die nicht Free-to-Play bekommen haben, die nicht zu holen, denn die anderen Charaktere sind ja auf jeden Fall besser. Zumal Super Saiyan 3 Goku sein Extreme Sea Battle ist online, den könnte ich euch empfehlen. Cell wird auf jeden Fall Monster nach seinem Extreme Sea Battle. Gohan ebenso. Broly, wenn ihr alle Broly schon habt und World Tournament nicht zwingend spielt, dann muss dieser Broly kein Muss sein. Golden Freezer sage ich. Final Form Freezer ist auf jeden Fall auch eine solide Option. Sein Extreme Saiyan sollte auch noch kommen. Ansonsten die Reihe kann man eigentlich auch mitnehmen aus der Reihe. Wen ich euch empfehlen würde, wäre eigentlich Super Saiyan 3 Vegeta als Tank-Stealer, wenn ihr keinen habt, unbedingt einen haben müsst. Für Super Battle zum Beispiel. Ansonsten sollten die anderen Charaktere auch eigentlich früher oder später ihr Extreme Saiyan Battle bekommen. Alright, gucken wir uns die Special Missions an, was sie machen müssen in der ganzen Celebration. Wie gesagt, die Daily Power-Up Missionen kommen erst ab morgen online, aber da müsst ihr quasi daily, wenn ihr Turtle School Training absolviert, die Stage bekommt ihr je einen Turtle Shell jeden Typus. Wenn ihr Hercules World Tournament Stage macht, bekommt ihr eine goldene Statue, Hercules Statue. Wenn ihr trainiert, bekommt ihr Training Location. Wenn ihr Training in den Clouds cleart, bekommt ihr die Medaillen, die hier gelistet sind. Wenn ihr am Samstag ein Dokken-Event schafft, bekommt ihr Shin-Medaillen. Wenn ihr am Sonntag einen macht, ein Dokken-Event, bekommt ihr die Kaioshin-Medaillen. Ansonsten haben wir Special Missions ohne Begrenzung. Quasi Nummer 18 bis 25 World Elder. Okay, wir haben hier quasi 1 bis 17. Okay, das ist zu Part 1 die Mission. Und 18 bis 25 kommt zu Part 2. Sollte eigentlich um den Dreh herum 13. September verlaufen sein. Laut den Leaks mit dem Release zu Elle, Goku und Freezer. Da ist irgendwie aber noch nichts drin. Was aber wissen die Special Missions, was sie machen, ist quasi ohne Begrenzung in dem ganzen Zeitraum. Wenn ihr einmal eine Stage cleart, unter speziellen Bedingungen, die können wir uns gleich ansehen, welche die sind, bekommt ihr 2500 Friend Points. Wenn ihr Barbershop Items austauscht bekommt oder was kauft, bekommt ihr jeweils 100 Medaillen von den Bronze, so eine echt solide Anzahl auf jeden Fall. Wenn ihr dreimal was im Barbershop eintauscht,
bekommt ihr ein Drank Zone. Wenn ein Story-Event ist, muss ein Story-Event sein, Freunde, kein Quest-Event, sondern ein Story-Event, dann bekommt ihr beispielsweise das Sword Free-to-Play Piccolo, bekommt ihr die Medaillen, 40 Stück von den Silbermedaillen, 5-mal Goldmedaillen, 20 Stück, 10-mal von den Rainbow, 10 Stück jeweils. Wenn ihr ein Story-Event 25-mal schafft oder macht, bekommt ihr 5 Drank Zones. Wenn ihr ein Extreme Z-Battle einmal macht, bekommt ihr Training Items, 5-mal Training Location, 10-mal wieder Training Items, 25-mal 5 Drank Zones, 100 Stamina verbraucht, 2, das sollten, glaube ich, Platt-Statuen sein, oder, ja, Platt, glaube ich, genau, bekommt ihr 2 Platt-Statuen, 1000 Stamina verballert, jeweils ein Kaioshin und Shin-Medaille, 1500, 5 Drank Zones, 2500, ein Grand Kai jeden Typus, und wenn ihr alle 15 der Missionen schafft, beziehungsweise 15 aus den 17 schafft, bekommt ihr 10 Dragon Stones, Freunde. So viel vorerst zu den Special Missions. Grand Kai ist quasi online, das haben wir auch besprochen. Müsst ihr Piccolo in euer Team nehmen, mit Piccolo eine Stage machen. Kommen wir zum Event von Piccolo, muss ich gesagt, quasi kurz sagen, was ihr da machen müsst. Zum einen könnt ihr die ganzen Stages machen, bekommt ihr Dragon Stones, das Item droppt auf der letzten, was aber wichtig ist, um den Piccolo hier, den Free-to-Play habt ihr, einen habt ihr aus dem Logibund bekommen, weitere bekommt ihr aus der Stage hier, quasi Stage 3 müsst ihr bewältigen, da droppen auch die Orbs, Freunde. Die Stage 3 sieht folgendermaßen aus: ganz links droppen die S-Orbs, in der Mitte M-Orbs, ganz rechts L-Orbs, wir kämpfen gegen unseren Boy Meister Kaio, da könnte Piccolo droppen zwischen 0 oder 2 Mal, muss aber nicht droppen, ansonsten könnt ihr vielleicht noch auf ein Rainbow-Feld oder ein auf Jinjun quasi drauf, und dann kommt ihr weiter auf eine andere Stage, beziehungsweise auf dieselbe Stage, nur auf eine andere Location, und da könnt ihr weitere Orbs euch erfarmen, Freunde, und dann könnt ihr quasi am Anfang droppen da S-Orbs, in der Mitte M, am Ende L-Orbs vermehrt. Ansonsten Medaillen braucht ihr, um ihn zu erwecken, 5 Stück. Wie viel Orbs braucht ihr, um ihn auf 100% zu bringen? 6540 S-Orbs, 3530 M-Orbs und 346 L-Orbs. Aber ich würde euch empfehlen, quasi zum einen, diesen Piccolo könnt ihr Free-to-Play, wir können auch Extreme Z-Awaken auf SA10 und dann SA15 zu bringen. Aber ich würde euch nicht empfehlen, alle aus der Stage zu erfarmen, denn es gibt genauso Missionen wie damals mit den anderen Free-to-Play-Charakteren. Ihr könnt ihn euch Step-by-Step aus den Missionen holen, wenn ihr ihn im Dupe-System voranbringt. Was meine ich damit? Wenn wir uns kurz die Mission mal zu Piccolo ansehen, hier runter scrollen, nämlich wenn ihr zum Beispiel 10% seines Dupe-System öffnet, bekommt ein Piccolo 20%, wieder ein 30% und so weiter und so fort. Heißt, ihr könnt ihn aus den Missionen, wenn ihr ein Dupe bei ihm öffnet, bekommt ihr einen, 2, 3, 4, bekommt ihr immer einen. Ich mache das einfach mal nebenbei. Heißt, ihr könnt ihn quasi, ihr könnt eine Kettenreaktion starten und ihr könnt ihn auf SC10 durch die ganzen Missionen bringen. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Dann würde ich euch aber dennoch empfehlen, euch 5 weitere zu holen, weil wenn ihr Extreme Z awaked hat, diese 5, die ihr geholt habt, auf SC5 bringen. Dokkan erwecken auch mit 5 Medaillen und dann könnt ihr quasi, der auf SA5 ist, mit denen auf SA10 trainieren. Dann wird der Extreme Z-Awakening ist auf SA15 gebracht. Völlig Free-to-Play. Zum Beispiel, was ich hier meine, ist, ihr könnt eine Kettenreaktion starten, ihr öffnet einen Dupe. Ich habe hier quasi schon mal einen gejobbt gehabt. Dann öffnet ihr noch einen Dupe, da aktiviert sich eine Mission, wie gesagt. Öffnen wir nochmal ganz kurz einen Dupe, einfach zur Show. Und dann könnt ihr ihn auf, je nachdem, 10%, 20% und so fort hochbringen. Dann bekommt ihr immer Piccolos rein. Diese nutzt ihr dann, um seine Assets zu erhöhen. Ich guck mal, ob ich ihn hier schon auf 10% bringen könnte. Nope, nicht wirklich. Vielleicht doch. Ja, und jetzt bekomme ich noch einen quasi. Und die tue ich dann zum einen erstmal benutzen, um die Dupes zu öffnen, die habe ich auch bekommen, und dann um seine Assets zu erhöhen. Und so läuft das, Freunde, mit der Kettenreaktion zu unserem Boy Piccolo. Könnt ihr dann quasi, wie gesagt, aus der Mission hier holen, damit ihr das auch mal gesehen habt, und dann immer die Dupes öffnen. Dann, wenn ihr die Dupes geöffnet habt, bekommt ihr wieder weitere und dann auf SC10 bringen, und um es kurz zu sagen, Freunde. Okay, dann wäre das eigentlich, glaube ich, alles, alle Informationen, die ihr wissen solltet, was ihr tun müsst für die ganze Celebration. Am Ende gucken wir uns noch die Login-Celebration an. By the way, falls ihr euch fragt, wann bekommen wir die World Tournament Preise? Ab morgen 8 Uhr werden sie verteilt. Wenn ihr euch einloggt, bekommt ihr den Red Dragon Stone und einen Piccolo. Ansonsten gibt es jeden Tag 2 Dragon Stones hier an der Stelle über die ganze Celebration bis zum 4. Oktober. Aber auch an sich, Freunde, über die ganzen Events, über die ganzen Missionen bekommen wir echt gut Orbs. Erfahrt euch auf jeden Fall alles. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Glück bei einem Ticketbanner, beim Duelfest und das ganze Launch. Falls ihr Fragen habt oder sagt mir einfach, was haltet ihr von der Celebration, lasst mich in den Kommentaren wissen auf jeden Fall. Ich werde reinschauen. Und heute ab 21 Uhr, wie gesagt, gehen wir live mit 430 Global Tickets und sammeln da. Das Ding hauen wir zur Seite. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Bis dahin, Freunde, bevor ich mich hier total verplappere, wünsche euch auf jeden Fall eine gute Zeit und wir sehen uns dann hoffentlich demnächst, beziehungsweise heute Abend. Haut rein, peace.
When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be around.